Der Mothgo war ohne Zweifel eines der größten Highlights eigentlich. Das war Bootfahren von der Quelle eines Flusses bis in den Ozean. Wer hat die Gelegenheit, einen Fluss von der Quelle bis zum Ozean zu fahren? Also der Mothgo war sowas. Das war auch wieder eine Erstbefahrung. Ja, ein paar hundert Meter weiter ging es also in die zentralen Schluchtteile rein. Und da kam gleich der erste Hammer, der Bat. Und es war eine Wette. Und zwar, wer schafft es da sauber durchzufahren? Und die Wette hat damals der Wolfgang Haibach gewonnen. Alle mussten rollen, nur der Wolfgang musste ganz tief stützen. Ja, Malawi, der Shear River, ja, das war auch eine außergewöhnliche Expedition, möchte ich meinen. Es war im März 97. Mit dabei waren Olaf Obsommer und Jonas Nöcker und ich. Ja, und diesen Fluss, der galt auch als unfahrbar. Das waren vorher schon einige Expeditionen dort gewesen, wo einer ertrunken ist, der Teilnehmer. Und ich kann mich noch erinnern an eine Stelle, wo circa 10 Krokodile gleichzeitig reingesprungen sind. Ja, es waren schon so im Nachhinein betrachtet echt eine verrückte Tour, die ich auch nicht mehr so machen würde. Und ich habe mich damals beim Paddeln schon gefragt, hey, wie bescheuert muss man eigentlich sein? Und ich habe das einfach so gemacht. Ich habe da hinten das Bild genommen von Entry Falls, vom Stikin, und habe zum Olli gesagt, Olli, da war noch keine deutsche Gruppe am Bach. Da habe ich unter anderem auch den Markus Schmidt kennengelernt. Den kannte ich nur flüchtig vorher. Der ist bei mir eigentlich aus dem Nachbardorf, ist aber halt auch ein langjähriges AKC-Mitglied und auch einer der Paddler, der in den 80er Jahren halt international unterwegs war. Also das war so jemand, wo man aufschauen konnte. Und der Markus hat halt auch viel Geschichten erzählt, unter anderem auch von dieser Klamm. Okay, hier kommen Olaf und Michi. Michi voraus, Olaf hinterher. Hoffen wir, dass das gut geht. Jetzt sind wir hier schon drei Viertels oder fast durch die Lower Narrows durch. V-Drive hier, die Umfrage, ist die letzte schwierige Stelle angeblich. Ich glaube, wenn wir unten im Wasser sind, fällt jedem Stein vom Herzen und der Rest des Tages ein bisschen relaxter wird. Der Stikin hat halt viel von seinem Schrecken verloren, weil halt so diese ganze Information bekommt man halt jetzt auf YouTube. Es gibt Dutzende GoPro-Videos, man kann sich jede Stelle halt anschauen, wo man fährt. Man weiß, wo die Stellen sind, die man halt vielleicht nicht anschauen kann. Und wir waren ja auch tatsächlich dann die ersten Europäer, die da gefahren sind. Und was man auch sagen muss, wir waren das erste Team, das da reingefahren ist, ohne dass es eine Verbindung zu den Erstbefahrern gab. Jedes Team, das vor uns gefahren ist, hatte jemand dabei, der schon mal da drin war, bis zurück zu den vier Erstbefahrern, die mit dem Helikopter gefahren sind. Und wir waren die erste Gruppe überhaupt, die nur auf Geschichten und reingefahren ist und Informationen, die sie sich aus zweiter Hand besorgt hat.